Tja, ihr Lieben, Destroyer scheint nun doch früher im Monsterverse aufzutauchen, als wir uns das vorgestellt haben, also zumindest ich. Die Geschichte von Kong scheint wirklich auserzählt zu sein und Adam Wingard äußert sich darüber, dass er Godzilla mehr in den Fokus setzen wird oder eben möchte im neuen Godzilla-Kong-Film. Was es mit diesen ganzen Aussagen und Gerüchten auf sich hat, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Ja, tatsächlich hat Adam Wingard einen großen Rückzieher gemacht, denn ursprünglich hatte er verlauten lassen, dass er mit dieser Godzilla vs. Kong und Godzilla Kong und dann vielleicht noch Godzilla and Kong Trilogie eigentlich Kongs Geschichte in der Hollow Earth näher behandeln möchte. Ja, tatsächlich sollte der Fokus zum nächsten Monsterverse-Film ebenfalls noch weiter auf Kong selbst liegen. Nachdem wir jetzt aber den zweiten Teil seiner geplanten Trilogie Godzilla Kong im Kino sehen konnten und die Fans nicht ganz so begeistert gewesen sind, dass Godzilla wieder ein bisschen mehr in den Hinterhalt gerückt ist, zieht Adam Wingard hier auch so ein bisschen die Reißleine und sagt, okay, der nächste Monsterverse-Film soll nun also Godzilla in den Fokus setzen. Und zwar nicht einfach irgendwie, nein, der nächste Film soll Godzilla so in den Fokus setzen, wie es Godzilla vs. Kong und Godzilla Kong gemeinsam mit Kong gemacht haben. Das heißt, ja, wir werden wohl mehr über die Backstory von Godzilla erfahren und das Ganze soll auch noch einen etwas dramatischeren Touch bekommen, was auch immer das heißen mag, denn wir gehen jetzt ja mehr in die Comic-Marvel-Richtung. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass Kong ja inzwischen auch eine Familie oder zumindest seine Artgenossen gefunden hat, während Godzilla immer noch alleine auf der Welt ist. Ebenfalls wissen wir auch, dass Shimo und Godzilla unter der gleichen Kategorie der Titanen eingestuft werden. Beides sind Amphibien-Titanen und vielleicht geht man auch hier nochmal ein bisschen auf die Backstory von Shimo selber ein. Kong wird sehr wahrscheinlich ebenfalls mit am Start sein in der kommenden Fortsetzung, denn ja, Adam Wingard ist eben ein bekennender Kong-Fan, was auch vollkommen cool ist. Allerdings hört Wingard nun hier wirklich auf die Rufe der Fans und möchte Godzilla mehr in den Fokus setzen. Allerdings hat dieses Vorhaben einen einzigen Haken, zumindest, naja, mehr oder weniger einhaken. Es wird sehr stark auf die Einnahmen des Films geachtet. Was mitunter auch einer der Punkte sein soll, warum wir in Godzilla Kong The New Empire keine Post-Credit-Scene gesehen haben. Das Studio ist sich immer noch nicht ganz so sicher, wie die Nummer jetzt wirklich bei den Zuschauern ankommt. Und auch Godzilla Kong jetzt hier wird sehr gespalten aufgenommen. Auf Kritikerseite hört man oft sehr negative Seiten, dafür finden die Fans den Film umso genialer und so wie die Kinokassen aktuell aussehen, spült Godzilla Kong The New Empire uns definitiv eine Fortsetzung mit rein. Adam Wingard selber geht inzwischen ganz stark davon aus, dass die Fortsetzung kommen wird und wenn man sich hier mal wirklich so die Einnahmenzahlen an den Kinos anschaut und eben auch die Stimmen der Fans, steht dem wahrscheinlich nichts mehr im Wege. Ebenfalls wurde jetzt von Adam Wingard selber auch auf den kommenden Antagonisten des weiteren Monsterverse-Films eingegangen. Und ja, ich persönlich hätte mir einfach einen Space Godzilla extrem gewünscht, weil ich meine immer noch, es macht total Sinn. Wir haben Ghidorah aus dem Weltall, das könnte man noch mehr erforschen. Wir haben jetzt auf einmal diese Kristalle in der Hohlerde, das könnte man noch ein bisschen mehr erforschen. Das scheint aber erstmal beiseite genommen zu sein. So wie es aktuell aussieht, wird es eben nicht Space Godzilla werden. Und auch der Ruf von einigen von euch, dass Biollante ja das nächste große Gegnermonster zu Godzilla werden könnte, das scheint ebenfalls nicht wirklich Gehör gefunden zu haben, denn Adam Wingard betonte jetzt in einem Interview, dass der kommende Film eine starke Referenz an den Kampf zwischen Godzilla und Destroyer werden soll. Und was das bedeutet, naja, im Endeffekt kann es zwei Sachen bedeuten. Entweder werden wir hier Destroyer nochmal rauslassen, dafür wird vielleicht Legendary und Warner einen neuen Titan erfinden, welcher aber dann auch, Achtung Spoiler zum Original Toho-Film, in der Lage sein wird, Godzilla zu töten und ihn dann vielleicht sogar komplett vernichtet, beziehungsweise einfach in einem Kampf besiegt, dass sie Godzilla halt rausnehmen und sterben lassen. Das glaube ich immer noch nicht. Das zweite könnte allerdings bedeuten, dass wir schon im nächsten Film möglicherweise wirklich den echten Destroyer von Toho im Monsterverse sehen und meiner Meinung nach wäre das immer noch viel zu früh und in Sachen Destroyer habe ich eh nochmal eine Frage an euch. Alle Toho-Fans da draußen, denn viele von euch sind ja schon wesentlich tiefer in der Materie Toho oder eben Godzilla drin als ich. Ihr habt da ein bisschen mehr Ahnung als ich, aber wenn wir wirklich jetzt im kommenden Godzilla, wie auch immer er heißen wird, also dem neuen Monsterverse-Film, wenn wir jetzt wirklich schon Destroyer einbauen würden, hätte das Ganze dann nicht aber einen verschenkten Impact, den Destroyer ja in den Original-Toho-Filmen gehabt hat? Denn, korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege, aber Destroyer entstand doch eigentlich daraus, dass
der Oxygen Destroyer im allerersten Godzilla-Film dazu benutzt wurde, um Godzilla zu vernichten. Partikel dieses Oxygen Destroyers haben sich dann an diesen Urzeitkrebsen festgesetzt, von denen wir auch im allerersten Godzilla-Film erfahren, dass die quasi mit Godzillas Auftauchen an Land gespült wurden, weil Godzilla ja aus einer prähistorischen Zeit kommt, diese Krebse eben auch. Und dann verbinden sich eben diese Oxygen Destroyer Partikel mit diesen Urzeitkrebsen und daraus entsteht dann erst Destroyer. Serizawa sagt sogar im allerersten Godzilla-Film, relativ zum Schluss des Films, war das Serizawa? Auf jeden Fall bekommen wir am Ende des allerersten Godzilla-Films das Zitat, dass wir jetzt aufpassen müssen, dass nicht der Oxygen Destroyer, also im Original Japanischen wird sogar nur von Destroyer gesprochen, die nächste große Gefahr wird. Und naja, zack, dann haben wir eben dann etliche Fortsetzungen und Filme später dann wirklich den Destroyer, der nun als eigene Personifikation des ultimativen Bösen quasi auf den Plan tritt und eben gegen Godzilla antritt und Godzilla sogar tötet. Das heißt, im Toho-Universum macht der Aufbau vom allerersten Godzilla-Film bis hin zu Destroyers Auftauchen wirklich Sinn. Meine Frage an euch wäre jetzt hier, macht das auch Sinn im Monsterverse? Ich meine, der Oxygen Destroyer, hat den irgendjemand auf dem Schirm, der die Filme einfach nur mal so gesehen hat? Aber ich persönlich kann auch mit King of the Monsters an sich nicht so viel anfangen wie die meisten von euch da draußen. Aber fandet ihr, dass der Oxygen Destroyer in dem Film wirklich eine bleibende Wirkung hinterlassen hat? Ich meine, gerade bei Toho wirkt das ja eben so krass, dass dieser Oxygen Destroyer dann jetzt als Destroyer, als diese Manifestation des Bösen wieder zurückkehrt, weil wir ganz genau wissen, dass der Oxygen Destroyer damals in der Lage dazu gewesen ist, Godzilla zu vernichten. Und naja, das macht er eben jetzt wieder. Ich finde, das hat bei Toho irgendwie einen sinnvollen Aufbau, der dann im Monsterverse eigentlich irgendwie wegbleiben würde. Wenn das aber eines Tages bestätigt werden sollte, sage ich immer noch, okay, finde ich geil, dann zeigt uns jetzt aber auch wirklich, was Destroyer dann wirklich drauf hat, wenn der jetzt schon im Monsterverse auftauchen soll. Und bitte killt ihn nicht einfach wieder in einem Film weg, vielleicht kann man den irgendwie noch über mehrere Teile, aufrechterhalten. Das alles sind bisher nur Spekulationen und grobe Ideen von Adam Wingard. Wir haben hier noch kein Drehbuch, wir haben hier noch nichts auf Papier stehen, denn wie gesagt, aktuell warten Adam Wingard selber und eben auch Legendary und Warner noch die Zahlen ab, die ein Godzilla Kong in die Kinokassen einspielt. Sollte das Ganze allerdings passen, wird ebenfalls Adam Wingard auf dem Regiestuhl sitzen bleiben. Er hat ja davon gesprochen, er möchte mindestens 3 Teile machen. So kam dann auch die Idee dieser Trilogie zustande. Ihr könnt mir mal in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr davon haltet oder was ihr von Adam Wingard generell haltet. Ich bin der Meinung, dass ein Gareth Edwards immer noch bessere Arbeit geleistet hat bei den Filmen. Allerdings, ja, Godzilla vs. Kong und Godzilla Kong kommen doch relativ gut bei den Zuschauern an. Die Geschichte von Kong könnte nun ebenfalls abgeschlossen sein, da Adam Wingard selber darauf eingegangen ist, dass Kong auf gar keinen Fall aus den Filmen rausgenommen wird, aber dass er eine Rolle einnehmen könnte, die eben Godzilla in den beiden vorherigen Film hatte. Das heißt, mehr so eine Nebenrolle, da der Fokus jetzt eher mehr auf den König der Monster gelegt wird. Und ich finde, das passt auch relativ gut. Ich meine, Kong hat einen Abschluss einer Geschichte miterlebt. Er hat ja quasi sein Volk gefunden und ist dann eben auch vom bösen Scar King befreit. Das würde irgendwie schon als eine abgerundete Storyline von Kong passen. Im Endeffekt ist er ja am Ende des Godzilla-Kong-Films auch wirklich zum King Kong geworden. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu diesen News, zu diesen groben Ideen von Adam Wingard, Legendary und Warner? Bist du der Meinung, dass das eine ganz coole Idee ist? Würdest du dich freuen, Destroyer jetzt schon auf der großen Leinwand zu sehen? In 1 bis 2 Jahren möglicherweise. Schreib mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Serizawa sagt sogar im allerersten Godzilla-Film, relativ zum Schluss des Films, war das Serizawa? Auf jeden Fall. Für Godzilla.